Ihr seid die Geilsten, kann man nicht oft genug sagen. Und ihr habt uns wieder viele Fragen geschickt über Google+, über Twitter, über Facebook, über YouTube und auch einige per Brief. Ist das richtig? Was? Nicht? Das ist ja geil. Bestimmt. Wir kriegen Briefe. Wir kriegen doch immer auch mal wieder Briefe. Doch, Briefe kriegen wir, ja. Das ist bestimmt mal eine Frage drin. Bestimmt, ja. Da sind immer mal wieder Fragen dabei. Ja. Tolle Sachen, wir freuen uns immer über Briefe. Und ich weiß gar nicht, wer hat die Fragen rausgesucht? Christine, glaube ich. Ich habe die rausgesucht. Weil ich lasse mir immer gerne überraschen. Ja. Überraschung. Ich die Überraschung selten. Also ich weiß leider immer vorher, was kommt, weil ich die Fragen immer raussuche. Es sei denn, Maxi macht das mal, dann weiß ich es nicht. Aber das passiert eher dann, wenn ich nicht da bin. Also gut. Aber trotzdem, das können wir eigentlich mal machen. Ich finde es auch mal spannend, nicht zu wissen, was ich beantworte. Ja, ich finde es immer toll. Ich lese sie jetzt auch zum ersten Mal. Und zwar die erste Frage von Tolga Sert. Der schreibt uns öfter mal. Also der schrieb mir auch mal und so, ja. Ist, glaube ich, auch so angehender Moderator. Grüße. Der möchte von uns wissen, kennt ihr einige eurer Zuschauer anhand der Profilfotos bzw. Namen oder ist die Community bereits zu groß? Ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, das machst du echt toll mit dem Vorlesen. Danke, Maxi. Ja, bitte. Mensch, toll. Ja. Super, Daumen hoch, also Doppeldaumen sogar. Ja. Du musst eigentlich das Emojikissen noch mal so das bisschen. Das kommt nur für ganz spezielle Fälle. Das ist zu viel. Das kommt, ja, zu viel ist. Zu viel ist mir zu viel. Ja. Also mir geht es so halbe. Also ich kenne natürlich nicht jeden Einzelnen, weil dafür sind es dann tatsächlich doch echt viele. Und viele kommentieren ja auch gerade bei YouTube ohne Userbild. Und dann so über den Namen finde ich es total schwer, das zuzuordnen. Mir ist es passiert, dass ich gestern die Common-Fragen von letzter Woche durchgelesen habe. Und dann hat irgendjemand geschrieben, ja, das mit den UFOs liegt in der Familie. Und ich dachte so, hä, wer schreibt denn das irgendwie? Und dann habe ich erst gesehen, dass es meine Schwester war an dem Namen. Ach so. Also ich achte auf die Namen halt null. Aber so manche Bilder irgendwie, die kommen dann doch immer wieder. Mr. Equalizer, ich glaube, an den kann ich mich immer erinnern. Was macht der so? Profilbild. Der hat so ein Graffiti-Profilbild. Ah. Das habe ich irgendwie immer im Kopf. Also wenn du mich jetzt fragst, kann ich mich an keine Namen erinnern. Aber wenn ich sie sehen würde, würde ich schon wieder so ein bisschen zuordnen können. Auch eher über die Bilder, finde ich. Ja, nee, manchmal auch über die schönen, bescheuerten Namen, die ich mir dann merke. Ja, umso markanter Bild oder Name, umso besser kann man sich die Namen auch merken oder die Bilder. Also ich könnte jetzt, glaube ich, aus dem FF auch keine 5 aufzählen, aber wenn man es dann so durchliest, dann weiß man, hier. Bei Facebook aber genauso, finde ich. Wenn da immer wieder Nachrichten kommen von euch irgendwie, dann weiß man auch immer so, ach, der hat uns doch schon mal geschrieben. Ja, genau, daran erinnere ich mich dann schon, aber ich könnte jetzt aus dem Stegreif keinen Namen sagen, aber das ist bei mir also dass ich mich an deinen Namen erinnere, ist auch schon ein Wunder. Das freut mich aber auch, jedes Mal aufs Neue. Genau. Man kann ja vielleicht bei der Gelegenheit auch mal dazu sagen, dass wir natürlich bemüht sind, immer alle Fragen zu beantworten. Ja. Ja. Das summiert sich natürlich sehr, ne? Wie vorhin schon kurz angesprochen, es gibt ja so viele Kanäle, die wir da irgendwie bedienen mit YouTube, Facebook, Google Plus und Twitter. Es wurde auch letztens gefragt, ob wir alles lesen, auch alle Kommentare. Also wir lesen eigentlich immer, so gut es geht, alles mit tatsächlich. Also Kommentare muss ich auch sagen, fast alle. Und mit Facebook wechseln wir uns ja auch ab, dass wir dann immer also wirklich jede Frage beantworten. Ja. E-Mail wird manchmal ein bisschen schwierig, weil es dann ich bin immer noch auf Google Plus und Twitter irgendwie und beantworte da noch. Also eigentlich sind wir überall und lesen, kriegen das alles irgendwie mit. Ja, genau. Also nicht böse sein, wenn wir mal eine Frage nicht beantworten oder eine Mail, weil ab und zu ist es dann einfach zu viel. Aber wir sind da hinten dran und versuchen da alles zu beantworten. Yes. So, jetzt kommt die nächste Frage und die lautet, wie gefällt euch Cube World und Minecraft? Auch das hast du fantastisch vorgelesen. Und auch da sage ich wieder vielen Dank, Maxi. Wow, der Oscar, der Vorleser. Feine Geste. Geht an Steffen. Ja, feine Geste. Maul. Haben wir hier noch einen Oscar? Aber es ist ein Hoppers-Oscar. Unser Hoppers-Oscar, ja. Ja. Wo ist der Indianer? Was? Ach, da hinten. Ah. Ich dachte schon, er wäre weg. Der versteckt sich ganz. Wo sind all die Indianer hin? Oh Gott, das kann ich auswendig mitsingen. Minecraft. Echt? Ja, kein Witz. Ich habe doch mal in irgendeinem Kumon erzählt, dass meine Eltern früher Pur gehört haben. Ach, Pur, das ist Hartmut Engler, oder? Ja, genau. Das Geile an Hartmut Engler ist ja, der kombiniert zwei geile Frisurentypen. A, die Kickermatte. Der hat doch diesen, was war das noch, so ein Stäbchen hier. Nee, weiß ich nicht, aber er hat diesen geflochtenen Zopf, der aus dem Nirgendwo kommt. Man nennt es auch die Korea-Peitsche. Aber den hat er sich, glaube ich, irgendwann mal abgeschnitten. Nein. Das war, glaube ich, ganz großes Drama. Echt? Ja. Das sind aber, ist jetzt nicht meine Musik, aber es sind, glaube ich, ganz gute Musiker, so würde ich sagen, oder? Ja, es ist halt, wem es gefällt, also ich meine. Wo sind all die Indianer hin? Ja. Kennt ihr diese Stadt? Und Abenteuerland. Indianer?
die immer in der Stadt, in der Fußgängerzone, da ihre Indianer gespielt. Ach so, natürlich, da, toll. Und immer als Kind von meiner Mutter nach München, nach Berlin oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war in München, waren wir in der Fußgängerzone, da gab es diese Musikanten und dann in Berlin auch. Und das halt nur so ein paar Stunden später. Und ich als Kind natürlich zu meiner Mama, Mama, die können aber echt schnell reisen. Geflogen. Was war jetzt eigentlich die Frage? Die Frage war, ihr müsst halt auch mal zuhören. Wie gefällt euch Cube World und Minecraft? Ich habe Cube World noch gar nicht gespielt. Habt ihr das schon mal reingespielt? Nein. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Minecraft mag ich sehr gerne, aber es ist so ein super Zeitfresser irgendwie. Ich finde es so, am Anfang, als es rauskam, als es die Alpha gab, da habe ich echt mal reingespielt und fand es auch irgendwie cool. Und dann hatten wir irgendwie damals von meinem Blog, wo ich geschrieben habe, einen Server und haben da auch irgendwie Häuser gebaut. Aber ich bin leider nicht so kreativ genug, da geile Sachen zu bauen. Also ich baue dann irgendwie immer halt einen eckigen Kasten, der ist dann ein Haus. Und dann denke ich mir, warum spiele ich nicht vielleicht doch lieber Sims? Und dann lasse ich es. Aber eigentlich ist es cool. Also ich finde es total inspirierend, so auf Server zu gehen und zu sehen, was die Leute halt echt da rausholen können. Das ist echt geil. Ja, von wegen Zeitfresser, weil ich habe nämlich jetzt erst vor kurzem wieder meinen WoW-Account reaktiviert. Und das wird dann erstmal mein jetziger Zeitfresser werden. Und Minecraft hat mich an sich so nicht wirklich interessiert. Ich war wirklich kurz davor, ich werde es irgendwann mal ausprobieren, aber da bluten mir zu wenig Menschen. Ja. Oder Blöcke. Ja. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Wobei ich mir auch da vorstellen kann, ähnlich wie bei WoW, dass das natürlich dann ruckzuck auch süchtig macht. Fantastische Gebäude, was die Leute da bauen. Das ja, ist total. Ich bewundere das total, dass du da wirklich so dahinter bist. Die Liebe zum Detail ist Wahnsinn. Unfassbar. Ist halt da musst du ja Stunden reinbrettern, Tage, Wochen eigentlich. Genau, das ist, glaube ich, halt auch wieder so ein Ding, wo du dich dann auch wirklich nur darauf konzentrieren kannst. Wenn du mit Minecraft anfängst, dann lässt sich das, glaube ich, auch nicht mehr los. Und dafür ist mein Stapel an verschweißten Spielen zu groß, als dass ich da jetzt mich so auf ein Ding stürze, wo ich dann Gefahr laufe, nur noch das über Wochen zu spielen. Wobei Cube World ja anders sein soll. Das ist halt nur so die gleiche Optik oder eine ähnliche Optik. Aber ich glaube, das soll ja irgendwie ein Rollenspiel eher sein, oder? Habe ich das richtig mitgekriegt? Ich habe mich noch nicht so arg damit beschäftigt. Ich habe halt irgendein Zuschauer hat auch mal gefragt und da habe ich ihm gesagt, hier, der Florian Heider von der Gamestar hat da doch einen schönen Test zu gemacht. Oder eine Preview zu gehabt. Die können wir euch übrigens auch gerne irgendwie verlinken. Ich weiß schon wieder nicht, welche Kamera. Aber in beide gleichzeitig hin und her. Ja, wir verlinken hier. Euch das. Ich weiß ja sogar ich inzwischen. Die, ne? Jawohl. Ja, aber manchmal macht der Hollywood auch die große Kamera in der Mitte. Deswegen war ich gerade verwirrt. Aber wir verlinken das. Gut. Und der weiß Bescheid. Das habe ich mir durchgelesen, aber mehr weiß ich auch nicht. Gut. Ja. Also ja. Also ja Inhalt, jetzt. Also kein Inhalt, aber Verlinkung. Ja, gut. Ja, gut. Immerhin. Machen wir weiter mit einer weiteren fantastischen Frage. Geht ihr eigentlich gerne in Discos oder lieber in Bars? Wo sind all die Indianer? Ja, genau. Früher ganz viel in Clubs, als ich noch 18 war. Ja. Und bis, ich glaube. Dann meinte ich ja auch noch die Szene-Maxi. Szene-Maxi, ja, genau. Ja. Bin ich mal reingegangen mit meinem Pelzmantel, ne? Alles klar. Wo ist mein Drink? Hallo. Nein, früher wirklich. Aber ich kann mich nicht erinnern, wie lange das ging. Bis 22, 23, 24, ich weiß es nicht mehr. Aber jetzt echt hast du ja schon verraten, dass du. Ja, das weiß ja jeder mittlerweile. Das weiß ja jeder. Na gut. Und, also, dass ich 16 bin. Ja. Mittwoch weg, Donnerstag weg, Freitag weg, wenn es geht, auch noch ein Samstag. Und das ging früher aber auch noch. Das geht heutzutage auch. Das ist menschlich nicht mehr möglich in diesem Alter, muss man echt sagen. Und immer wenn ich dann noch ältere Menschen als mich treffe, die dann sagen, das wird noch schlimmer, denke ich mir, oh Mann. Und jetzt bin ich lieber die Barbesucherin. Dito, also Bar oder Pub oder sowas, Pub, oder Kneipe super. Halt irgendwie super gerne. Ich gehe auch gerne mal in, naja, Disco kann man eigentlich nicht sagen, also eher dann Club irgendwie, irgendwelche Indie-Schuppen oder so. Aber dann brauche ich danach halt wieder einen Tag Auszeit, also irgendwie einen Tag weg und dann erstmal wieder einen Tag Sofa. Und Biergarten ist auch toll. Vorher geht's nicht. Toll. Toll. Biergarten. Was mit dir, Barmensch? Toll, Barmensch, ja. Ich habe ja selber 5 Jahre in der Bar gearbeitet. Seitdem nie wieder raus. Und habe seitdem nie wieder eine Bar betreten. Nee, Quatsch. Nee, wenn dann eigentlich nur Bar. Also Club. Dann doch lieber Konzerte als Club? Ja, Konzerte auf alle Fälle. Und es gibt auch in München gibt's ein paar coole Metal-Bars. So. Echt? Ja, Sehnsucht mag ich sehr gern. Und das Abseits mag ich sehr gern. Und was gibt's denn noch? Ja, so ein paar kleinere Läden. Das Netzer und Overath. Halt gibt es nicht auch irgendeinen Metal-Pub, wo man so ein 4-Gänge-Menü essen kann? Irgendwas habe ich mal gelesen. Hardrock-Café.
Nee, das es gibt so Mittelalteressen am Odeonsplatz, da kannst du so... Das kenne ich auch, das ist auch Händen geil. Ja. Aber wir können ja mal klappen gehen. In der Schandgeige. Sollen wir mal ein bisschen klappen gehen? Ja, voll. Ja. Put your hands up in the air, put your hands up. Kann ich ein Lied machen? Kann ich ein Lied machen? Wo ist Genghis Khan? Genghis Khan? Ja. Ja, genau. Schön, nächste Frage. Ja, ja, das geht ja bei uns wie das Brezenbacken. Ja. Nico, wieso lachst du denn? Nico lacht. Ach, Kinder, Stavambo 1717 schreibt, auf welchen Open-World-Titel freut ihr euch am meisten? Den wahrscheinlichen Open-World-Thronerben GTA 5, seinen wahnsinnigen kleinen Bruder Saints Row 4 oder eher den fremden Watch Dogs? Nein, einen ganz anderen. Jetzt, darf ich bitte erstmal die Frage zu Ende lesen? Das ist unhöflich gegenüber Wambo 1717. Watch Dogs, der jetzt seine Ansprüche auf den Thron erhebt oder vielleicht einen ganz anderen? Das war jetzt nur so ein halbes Lob. So, jetzt antworte ich mal als erstes, ja. Die zwei Tragschweine. Bitte hier. Ah, Schwein. Hast du ihm geklaut? Ich sag. Ja, Metal Gear. Ich habe keine Lust mehr. Ja, doch. Jetzt komm schon. Ne, Metal Gear, damit ist alles gesagt. Damit ist alles gesagt. Ja. Ein bisschen GTA trotzdem. GTA, ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt verbal in den Kommentaren gesteinigt und gefedert werde, sagt man das so? Nee. Nee. Dazu musst du erst geteert werden. Ja. Irgendein Wort mit fünf Buchstaben, ja. Ja, irgendwas mit fünf Buchstaben. Ich bin ja überhaupt gar kein großer GTA-Fan. Ich auch nicht, aber das fünfte sieht irgendwie geil aus. Nee. Ich mag halt diesen Michael mit diesem Sopranos-mäßigen Story-Ding. Das sieht irgendwie gut aus. Nee. Ich hoffe, dass die halt endlich mal Red Dead Redemption 2 machen. Das wäre schöner. Da können sie die ganzen GTAs können sie in der Pfeife rauen. Oh Red Dead, das stimmt. Ich bin halt kein großer GTA-Fan. Noch nie gewesen. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert, aber irgendwie ich bin auch nicht 100% damit warm geworden. Ich fand Saints Row tatsächlich immer besser, weil Saints Row einfach diesen total over-the-top-Humor, also gerade das dritte jetzt, fand ich unglaublich lustig. Du musst halt fühlen, das ganze Mann, Spiel die Gang, die Mafia, Mann, das Zugehörigkeitsgefühl und dass du halt da Missionen machen musst. Und ja. Ich habe das sogar auf der PSP ganz lange auch gespielt. Ich habe das auf allen möglichen Kanälen, die ich spielen konnte. Und Stories? Ja, zum Beispiel Chinatown gab es auch. Das war auf dem DS, oder? Oh, das oder war aber, ja. Gab's auch, ich glaube, es gab es auch. Es war auf dem DS und es kam noch auf iPhone. Genau, auf dem iPhone habe ich es auch gespielt. Also witzig, ich bin schon GTA. Durfte ich damals bei Rockstar weltexklusiv. Kinder, ich sag's euch, ey. Du und dein scheiß 4-Euro-Wasser, ey. Ja. Weltexklusiv hast du uns dazu getrunken. Jetzt habt ihr aber natürlich immer noch nicht die Frage beantwortet. Ja, aber meine Antwort wäre dann, ich freue mich tatsächlich am meisten auf Saints Row 4. Ich habe total Bock hier mit Dildo-Schläger und lustigen Kram. Ja, ich sage jetzt nicht weiter. Wieder nackt, aber ich habe schon gesagt, durch die Gegend zu laufen. Nee, es wird großer Spaß. Ich freue mich drauf. Ich habe total Bock drauf. Aber GTA 5 wird auch gut. Also von den drei, die hier gelistet sind, also GTA... Oh, Watch Dogs. Saints Row und Watch Dogs, freue ich mich am meisten auf Watch Dogs. Ja. Bleibt natürlich abzuwarten, was man von diesen Tech-Demos kennt, was da jetzt geskriptet war und wie viel Open World dann da wirklich drinsteht, ja, wie viel Entfaltungsfreiheit man dann hat. Da waren verdammt viele Leute unterwegs. Da bin ich auch gespannt, ob es in den Straßen wirklich so voll ist die ganze Zeit. Aber ich glaube, das wird toll. Und GTA wird das auch ein tolles Spiel. Eigentlich freue ich mich auf alle drei gleich viel irgendwie. Ich kann es gar nicht hervorheben. Und Metal Gear. Und natürlich das beeindruckende Metal Gear Solid. Yes, yes, yes. Snake. So viele schöne Spiele dieses Jahr noch. Das wird fantastisch. Das wird schon geil. Ich glaube, endlich ist der Sommer vorbei. Die meisten kommen noch so September, November, so am Ende des Jahres voraus, gell? Ja. Das heißt, da werden die Sofas hier leer sein und wir werden alle nur spielen. Die Sofen? Ja, ist der offizielle Titel. Die Sofen? Ja. Sofen? Ja. Die Fett- und Lachsofen sind dann leer. Die ätzen. Ja. Du glaubst mir auch alles, gell? Ja, ich glaub dir echt alles. Ja. Und ich nutze es knallhart aus. So, Kinder, weiter geht's hier. Infiziertes Etwas, schreibt uns. High Five. Wenn ihr euch ein Piercing stechen lassen müsstet, welches wäre es? Das Sofen-Piercing. Ja. Und zwar mitten ins Gesicht. Mitten ins Gesicht. Wäre so geil, so ein Anhänger mit so einem kleinen Sofa dran. Und ich glaube, das gibt's bestimmt irgendwann. Ich wollte gerade sagen, die Steffi von Crabbear, die macht doch alles hier aus Fimo. Die kann bestimmt so ein Ding machen. Genau, Grüße, Steffi. Nicht vergessen. Super. Die kann bestimmt so ein Teil machen, dass du dir dann draufsetzen kannst. Also ich habe mich letztes wieder mal über Piercings unterhalten mit jemandem. Und was ich nicht mag, ist, wenn das so übergroße Lippenpiercings sind. Also ich mag das lieber, wenn das so ein bisschen nah, also dran liegt. Mhm. Und was auch nicht, es muss zu demjenigen passen, sind diese Grübchen-Piercings, das sind dann so Stecker. Was ich gar nicht mag, sind Augenbrauen-Piercings und
auch diese Kuh-Zieh-Piercings, die sind auch Kuh-Zieh-Piercings, so Nasenringe, ja. Diese in, durch die Nase halt durch, das ist auch schwierig, auch ganz schwer abhängig vom Typ, finde ich. Wer hat denn hier das Telefon immer nicht leise gestellt? Ich stelle mein Telefon nie leise, ich bin halt Punkrock und ziehe es durch. Ja. Kann man rangehen. Weltpremiere GTA über Telefon. Ja, hat ja Rockstar am Apparat. Wir haben da was für Sie. Sie schon wieder. Ach, ist ja lächerlich. Klick. Gibt's was Neues von Red Dead 2? Nein, das... So, jetzt aber, was ist denn jetzt? Du hast ja auch schon ein Piercing. Ja. In der Zunge. In der Zunge? In der Zunge. Ich hatte auch mal ein Lippenpiercing in... Ja, hier. Ich auch, links. Ja. Ah! Ah! Oh mein Gott! Das habe ich dann aber bei meinem Praktikum rausmachen müssen, weil ich in so einer PR-Agentur, die eigentlich sehr seriös war und auch strukturierter als dieser ganze Scheiß. Hast du wirklich, hallo, hast du wirklich rausnehmen müssen? Ja, das war, da waren halt hochkarätige Kunden, aber da bist du halt dann auch dementsprechend im Business-Look ein bisschen rumgelaufen. Zwar so Business-Leger, also jetzt nicht irgendwie Hosenanzug oder so, aber da konntest du keine... Was denn dann so, Maxi? Ja, Kram halt. Also ein nettes Röckchen auch mal und so? Oder auch mal, ja. Nett. Ja, so Bluse. Ja, seitdem lässt sich auch ganz schön hängen. Kommst du mir mit diesen Tarn-Leggings rum? Ja, ich muss mich ja irgendwie verstecken. Ja. Sag mal eigentlich Leggings oder Leggings? Das ist was ich auch nicht verstehe. Leggings. Leggings. Ja. Leggings. 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 Ja. Wie gut. I tried. Ich muss meins rausnehmen, weil ich bei Burger King damals gearbeitet habe. Auch super Karriere. Echt? Da muss man es rausnehmen? Ja, Küche halt einfach. Also ach so, ich habe zwar primär an der Kasse gearbeitet, aber bei Burger King, da muss man manchmal auch dann in die Küche, wenn irgendwie viel los ist oder so. Und da musste man das natürlich dann rausnehmen. Und irgendwie war ich dann zu blöd, es wieder reinzukriegen. Das wächst dann endschnell zu, ja, eigentlich. Extrem schnell. Und dann habe ich es halt rausgelassen. Das ist bei auch Burger King gearbeitet. Fritten-Königin. Aber bei dir sehe ich das gar nicht. Bei mir sehe ich das total. Pommes schmecken auch kalt. Ja, man sieht das, aber da muss man schon ganz nah... Ja, das bringt doch nichts, wenn ihr euch das jetzt gegenseitig... Ihr müsst es in die Kamera doch zeigen. Ja, aber da müssen wir ja echt mit der Fresse so nah ran. Ja. Das ist ja nicht hübsch. Ja, hau ich mein Gesicht lieber aufs Sofen. Auf die Sofen. Ja, aber du hast jetzt hier einfach gemogelt und willst schon die überhaupt vorlesen. Nicht. Ich bin einfach nur freundlich und lass euch erstmal ausreden. Dann erzähl doch mal, wo würdest du dir ein Piercing... Ich würde mir gar nirgends ein Prinz, wie heißt das noch? Ein Prinz Eisen. Prinz Wilhelm. Prinz Eisenbums. Eisen... Der nee, Willi, das Willi-Piercing. Seid ihr wahnsinnig, ey. Hier. Aber Nadeln und so. Ja, stimmt. Ich überlege gerade, wo es dir stehen würde. Ja, gar nicht. Überleg mal, ich mach mal die nächste Frage. Ja, doch, wenn er hier das Ding nicht hätte, dann würde ihm das hier, glaube ich, stehen. Hier? Nee. Ja, doch. Nee. Oder hier zwei an der Seite würden auch gehen. Ich finde, das wird nicht zu Nino passen. Dann lieber ein Tattoo. Es wird ihm aber stehen. Aber jetzt nicht passen, aber wenn man ihn so anschaut und nicht kennt, dann wird dir das stehen. Was denn für ein Tattoo? Ein Sofen-Tattoo. Boah. Mach's dir bequem. Irgendwas traditionell Japanisches. Ja, aber nicht so japanische, also keine Kanji oder so. Nee, das meine ich nicht. So traditionelle Sachen sind oft so Kois und so. Das ist total der Koi, der japanische Delfin. Ja. Doch, das ist echt so. Oder du lässt dich von Hollywood inspirieren, von dem Delfin mit dem Regenbogen auf dem Rücken. Das geht natürlich auch. Zum Beispiel, ja. Mal schauen, aber Pearson fällt aus wegen ist nicht. So, nächste Frage von Marius Schneider. Der schreibt uns für Come On. Wer ist euer Lieblings-Superheld bzw. Super-Schurke aus Comics, Mangas, Animes, Filmen? Liebe Grüße. 2-1 Risiko. I am fan of Batman, oder Batman. Was? Hallo, Wo ich zum Shop gegangen bin, hatte ich auch die Batman-Leggings an. Und dann kam irgendein Typ auf so einem Fahrrad so, hey, sexy Batman. Ja. Und ist neben mir hergefahren. Ja. Ich war im Batman-Fettsuit beim Itemshop. Das war auch geil. Ach, geil. Ja, die haben so, ich weiß, ich habe den Namen schon vergessen, aber es sind so Onesies, also diese Dinger, wo du halt reinkletterst und du hast sie im ganzen Körper. Und da gab es einen, dann bist halt so ein Batman gewesen. Das ist auch super geil. Ja, so würde Batman wahrscheinlich heute auch aussehen. Wie ein Schlafanzug. Ja. Also, Lieblings-Superheld, das ist mir alles so unstrukturiert hier heute. Maxi, jetzt mal der Reihe nach. Lieblings-Superheld Maxi Batman, Lieblings-Superschurke Maxi. Also Joker ist da schon sehr nah. Kommt da nach dem Pfeifen noch was, weil sonst würde ich Christine jetzt fragen. Zählen Panzerknacker auch? Ja, natürlich. Panzerknacker sind super. Ist halt schwierig. Super-Schurk ist so halt schwierig. Also man kann halt sagen, irgendwie Bösewicht, wenn das für Marius Schneider okay ist. Ja, also ich mag ja hier Darkwing Duck. Und ich finde, das gilt ja eigentlich ein bisschen als beides. Ja. So, deswegen habe ich die Frage schon beantwortet.
Jetzt bist du dran. Darkwing Duck ist doch kein Bösewicht. Nein, aber er sieht sich ja selber so als... Bankkonto. Geil. Ja. 2-1, Steuerhinterziehung. Ja. Held, habe ja auch schon öfter mal gesagt, im weitesten Sinne Wolverine und Bösewicht, würde ich sagen, Sephiroth aus Final Fantasy VII. Was aber das ist ja doch jetzt aus Spielen, das geht doch um Comics, oder? Nein, er schreibt aus Comics, Mangas, Animes, Filmen. Ach so, aus allem! Ah, nee, stimmt, aber Spiele steht ja gar nicht dabei. Aber bei Death Note? Oh. Ja, aber Spiel, er meint ja alles. Ja, aber das ist doch okay, oder? Ja, klar. Oh. Würde ich jetzt mal sagen. Oh. Ist okay. Ich hoffe, das ist okay, Marius Schneider. Kommt noch was? Das ist jetzt die spannende Frage, ob noch was kommt. Ja. Weißt du es schon, oder was? Ach, du weißt es schon? Tatsächlich. Bisschen noch. Was waren eure fiesesten und unbezahltesten Jobs in eurem jugendlichen Alter bzw. Studentenleben? Ja, Burger King war auf jeden Fall nicht so geil. Also Burger King, ich habe sogar bei Mc's auch noch gearbeitet. Also Burger King und Mc's, da kann man schön die Vergleiche ziehen. Was hast du denn da genau gemacht? Eigentlich bei beidem an der Kasse. Es war halt so während der 9., 10. Klasse irgendwie, habe ich dann da an der Kasse irgendwie die Burger verkauft. Aber es ist halt total langweilig. Das Schlimmste ist, man ab 16 arbeiten dann? Glaub schon, ja. Okay. Man stinkt danach halt immer nach Frittenfett. Also kriegst du das auch nicht raus. Selbst wenn du irgendwie dann duschen gehst, die Finger und die Haare, das kannst du vergessen. Wenn du da dreimal die Woche stehst, riechst du immer danach. Und das ist voll eklig. Also das war jetzt nicht so der geilste Job, weil es natürlich auch nicht so krass bezahlt ist. Und dann auch gerne mal irgendwie, wir hatten 24 Stunden Mc's, was dann geöffnet war. Dann durften wir auch gerne mal Nachtschicht schieben. Das ist dann schon echt stressig irgendwie in einem Mc's. Aber Nachtschicht ist doch eigentlich immer gut An sich ja, bezahlt, aber wenn dann nachts halt die Besowskis irgendwie ankommen, das ist immer ganz schön unlustig. Und wenn du da als Mädel irgendwie an der Kasse stehst, kann schon echt nerven. Ja, ansonsten, ich habe irgendwie mein erster Job, das war Schwarzarbeit mit 14 Jahren. Da wusste ich das aber gar nicht. Ich bin halt hingegangen und habe gesagt, hallo, ich möchte arbeiten. 2-1, Schwarzarbeit. 2-1, Schwarzarbeit. Und hast du da so Tüten gestickt, oder? Nämlich Gemüse geschnibbelt in der Küche. Auch bei Mc oder was? Nee, das war irgendwie lokal, einfach in irgendeinem Hotel. Und die haben mich dann aber irgendwann haben sie dann gesagt, jetzt kannst du auch mal hochgehen und Betten machen. Christine mit Tomato! Mehr Tomato! Tisch 4 Tomato! Ja. Ja, ich mache ja schon, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Schneide eine Tomate nach der anderen. Da habe ich gelernt, dass man Zwiebeln in einem Becken mit vollem Wasser schneiden soll. Dann muss man nicht weinen. Ach. Ja. Das ist das Einzige, was ich behalten habe. Und das Geld, aber das war nicht viel. Das waren irgendwie 4. Alternativ auch einfach mit der Zwiebel rein ins Becken. Ja. Ja, so. Aber ich glaube, ich habe 4 oder 5 Mark pro Stunde gekriegt. Also das war richtig, voll die Kinderarbeit, wenig. Nicht nur Schwarzarbeiten, sondern auch noch Kinderarbeit. Und dann haben die mich halt noch Betten machen lassen und das war mir dann so anstrengend, also das konnte ich aber dann irgendwie nicht. Das war aber alles freiwillig. Du wolltest dir dann Taschengeld dazu verdienen. Ja, ja, genau. Ja. Bin halt hingegangen und gesagt, hallo, ich möchte arbeiten. Und die haben dann einfach nur gesagt, ja, ja, dann mach mal die Betten mit diesen netten Kostümchen. So, ja. Was? Ja. Wofür ist das? Ja, das war schon scheiße. Ich hatte eigentlich nie, ich weiß auch gar nicht, ob ich, habe ich vorhin unbezahlt oder unterbezahlt gesagt? Unterbezahlt. Ich habe schon richtig vorgelesen. Ja. Ich hab nach der Schule echt viele, viele Jobs gemacht, ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber ich muss sagen, dass da nichts dabei war, was irgendwie fies war oder, also es hat mir eigentlich alles Spaß gemacht, es war alles interessant. Es waren die unterschiedlichsten Sachen, aber es war... Aber nicht unterbezahlt irgendwie? Ich meine, gerade so, wenn du als Teenie anfängst... Ich sag's mal so, als 16-Jähriger, wenn du halt irgendwie sagst, du willst dir ein bisschen Taschengeld verdienen, dann... waren da meine Ansprüche auch nie so, dass ich gesagt habe, oh, das ist ja unterbezahlt. Mhm. Da ist es doch eher so, wow, cool, man geht jetzt mal was arbeiten und arbeitet irgendwie im Kino oder keine Ahnung wo und ist dann froh, dass man einfach ein bisschen Kohle verdient. Also ich hatte da nie das Gefühl, dass es unterbezahlt ist. Also Mindestlohn ist ja 57, soweit ich weiß. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist so. Weiß nicht, wie das damals war. Das ist damals 10 Jahre oder, her. Oder 8 Euro, keine Ahnung. Weit über 10 Jahre ist es her. Was hast du denn da so gearbeitet? Alles Mögliche. Kino, Gastro, dann Friseursalon, bisschen gemottelt. Gemottelt? Ja, ja, du hast schon mal erzählt hier. Beim Bosch Laufsteg am Fließband so. Schon echt? Gesessen irgendwie. Fließband? Ja. Wie ist das so? ABS-Teile zusammengestellt. Ich stelle mir das manchmal halt irgendwie so extrem entspannend vor. So. Nee, ja. Wow. Das ist halt so, nee. Das ist noch so, würde ich sagen, dann in
so das Nervigste gewesen, weil es halt einen komplett unterfordert. Ich habe in meiner Papierfabrik gearbeitet, da ist es auch so, wo du dann irgendwie Sachen irgendwie eintütest und irgendwelche Sachen faltest und einen Briefumschlag steckst. Und wenn du dann irgendwie noch nicht mal irgendwie da sitzen darfst und dir einen MP3-Player in die Ohren stecken darfst, das oder so, der Tag geht halt nicht rum. Immer Metal auf dem Ohr. Mhm. Aber das, ja, das stimmt schon. Wir haben uns ja immer so selber gebettelt irgendwie mit irgendwelchen Sachen. Das war halt so ein Fließband und ich musste halt irgendwie einfach so ABS-Teile zusammenstecken. Das war halt irgendwie eine Handbewegung. So du warst für die Sicherheit zuständig. Ja, klar. Oh mein Gott. Klar. Und diese Teile waren wiederum auf so kleinen Kästchen. Mhm. Und diese Kästchen waren nummeriert. Und ich habe mich dann halt immer gebettelt, indem ich halt geraten habe, ist die nächste Zahl höher oder niedriger als die jetzt kommen. Die waren halt so durcheinander. Ein bisschen Spannung rein. Und das war wirklich dann was hast du dann gewonnen, wenn du richtig warst? Nichts. Nix. Weiterarbeiten. Immer nur, ja, die ewigen besten Ding ist jetzt bei 11 und niedriger von vorne. 1. So. Aber auch das war interessant, weil auch das war eine der Erfahrung. Der Golden Boy. Ich wollte gerade sagen, es sind alles Erfahrungen. Welche Zahl? Ja. Man baut ja auch damit irgendwie aufeinander auf, so einfach mit den ganzen Erfahrungen. Ja. Ich weiß noch irgendwie mit, ich glaube auch 15 oder so, habe ich Zeitungen ausgetragen. Das war, glaube ich, so das Schlimmste, weil ich in einer Stadt gewohnt habe, wo es halt echt immer so rauf und wieder runter ging. Und das war irgendwann so viel zu laufen, dass wir... Da musst du scheiß früh aufstehen, oder? Du musst scheiß früh aufstehen. Es waren aber eher, nee, es waren nicht richtige Zeitungen, sondern Zeitschriften, also so Bravo und sowas. Irgendwann kam die ganze Ladung in den Mülleimer. Das war nicht schön. Also wenn ihr mal in Brilon gewohnt habt und eure Zeitschrift vor 10 Jahren nicht bekommen habt, dann... Die sitzen heute noch im Wart auf jeden Schande, Fall. Ja. Wo bleibt Schande das Scheiße? Ich zahle ja mein Abo. Ich war's. Ja. Okay. Ja. Ich habe mal... als Security gearbeitet. Wo denn? Im Toys R Us oder was? Im Fußballstadion. Am Ballbecken? Nein. Schmarrn. Und bei Konzerten. Musstest du da jemandem auf die Schnauze hauen? Nee. Ja, aber wie, was sagst du da in so einem Mobile-Suit? Irgendwie. Nee, als Security beim Fußballstadion habe ich halt die Mädels abgetastet. Ah ja. Und irgendwann, wo es dann zu voll wurde, auch, da musste ich halt auch die ganzen besoffenen Typen an passen, weil darfst ja da drin kein Bier mitnehmen, beziehungsweise nicht saufen. Ich glaube, da gibt es auch gar kein Bier drin zu kaufen. Ist von Stadion zu Stadion unterschiedlich. Hast du dann direkt mal eine Gehaltserhöhung gefordert? Weil ich meine, das muss doch voll unangenehm sein. Ja, oder? Das war irgendwann was ätzend, weil die stinken dann auch und dann haben sie da ihre komischen Jeanswesten an mit ihren 1000 Plaketten. Und hallo, musst ja so, das ist halt so im Stadion. Und du musst halt, seine Badges auf du musst halt so rumfassen und so weiter und zum Andatschen. Deswegen war ich ganz froh, wenn es dann halt nur die Mädels waren, wo ich halt dann die Taschen kontrolliert habe und so weiter. Ja. Und auf Konzerten habe ich dann, ich habe da die Backstage-Sachen von den Künstlern zum Beispiel bewacht oder die Eingänge halt bewacht, zur Bühne rauf und so. Das wusste ich auch nicht zum Beispiel. Ja. Wieder was gelernt. Das hat schon, es war okay bezahlt und mir hat das schon irgendwie so Spaß gemacht. So, sind wir, na, noch eine Frage. Jetzt müssen wir uns ranhalten hier. Dominik S. fragt, die Mutter aller Fragen. Jetzt geht's los. Dum, dum. Ja. Können wir da, Nico, können wir da nachher so eine dramatische Musik? Ja, dann würde ich jetzt die Frage nochmal vorlesen und du machst später dieses Dum, Dum, machst du dann so drunter und wir schauen ganz schockiert, okay? Okay, Achtung. Dominik S. fragt, die Mutter aller Fragen. Oh mein Gott. Toll, mit diesem Soundeffekt. Schreibt man Sofa mit Sofa so, Achtung. Oder Sofen? Was zockt ihr aktuell so? Oh, und darf ich wen grüßen? Nein, vielleicht. Wenn ja, dann gehen die raus an Cake Man. Was geht, Cake Man? Fette Cake Man, Grüße. Was geht ab, ey? Ja, was spielen wir gerade? Was spielst du gerade? Ich spiele gerade mal wieder Bastion durch, weil kann man ja nicht oft genug machen. Und Papers, Please, kennt ihr das? Papers, Please? Ja, das ist total geil. Das klingt total lame erstmal, wenn man das hört, weil eigentlich ist es eine Art Simulator, wo du einen Grenzbeamten spielst. Also du sitzt da, das ist kein Witz, da kommen Leute an deinen Schalter und geben dir ihre Papiere. Und du hast halt immer an jedem Tag immer unterschiedliche Sachen, auf die du achten musst. Also du musst halt abgleichen, ob das halt... Das klingt total lame, ich weiß. Der du musst abgleichen. ob der Pass abgelaufen ist, ob das gefälscht ist und so weiter und so fort. Ob die den richtigen Grund vorbringen, dann gibt es irgendwie plötzlich eine Seuche, dann musst du irgendwie darauf achten, dass die alle geimpft sind und ihren Impfpass dabei haben und so. Ich weiß, ihr könnt euch nicht mehr halten vor Lachen. Das ist aber total geil. Ich find's eher traurig, Es entstehen dann halt so moralische Probleme. Also du hast dann manchmal Leute da, die kommen dann zum Schalter und sagen, ey, pass auf, meine Frau kommt gleich und so. Und die ist halt
alles cool und die hat halt, ihr fehlt halt irgendwie dieses eine Dokument, aber nimm die mal mit rein. Und bei dir ist dann halt, du musst dir dann halt immer diese moralischen Fragen stellen, lasse ich die Person durch und so. Es ist ähnlich wie mit diesem H&M-Ding irgendwie. Man kriegt ein Verständnis dafür, wie diese Leute arbeiten und warum das teilweise lange dauert oder warum das. Meine Cousine so sind, arbeitet übrigens beim Zoll. Ich finde es total interessant. Vielleicht spielt die das ja auch. Grüße. Und es ist ohne Witz, ich habe es angefangen und habe gedacht, das ist der lächerlichste Scheiß. Und ich kann nicht mehr aufhören. Das ist so geil. Das ist so gut. Mhm. Wie heißt das nochmal? Paper? Papers, please. Papers. Papers, please, genau. Der sagt halt immer Papers, please und dann kriegst du halt immer die Papiere. Meine Frau ist schwanger, aber sie hat eine Seuche. Ich kann dich leider nicht durchlassen. Ah! Ja. Wenn dann alles explodiert und irgendwie Körper fliegen, dann spiele ich das auch. Ja, das passiert auch. Es gibt auch grundsätzlich alle 2-3 Tage irgendwelche Terroristenattacken und dann musst du halt auch immer irgendwie... Standard. Ja. Standard. Und du musst halt deine Familie im Hintergrund noch ernähren. Also du musst dann halt echt so irgendwann ein System finden, dass du halt schnell genug die Sachen abstempelst, damit du genug Geld verdienst, damit dein Sohn nicht stirbt. Da gibt es irgendwie 20 verschiedene Enden. Noch und Zeit so. Für eine Affäre. Das ist echt cool. Eine Office-Affäre? Hätte ich nicht gedacht. Auf PC, iPad oder auf was? PC. Auf PC? Ja. Steam. Okay. Steam. Nino lacht die ganze Zeit, er glaubt das nicht. Nino spielt Beer, please. Ja, Beer, please. Fump. Beer, please. Oh, wie soll ich das machen? Nee, ich spiele gerade Tales of Exilia und habe davor ganz viel irgendwie zur Zeit. Ich spiele gerade relativ viel. The Last of Us mit Begeisterung durchgespielt und Remember Me habe ich gespielt und habe auch zwischenzeitlich, weil ich es vorhin kurz angesprochen habe, mein Super Nintendo auch mal wieder. Das spiele ich immer mal wieder, weil es halt angeschlossen ist. Ne? Du hast ja auch so ein tolles Spielezimmer. Du kannst da immer so schön wechseln. Danke, Maxi. Ja. Bist du halt so komisch nett. Ich weiß auch. Kommt da noch was? Irgendwie. Das ist Otromol. Die hatte ich aber schon seit 5 oder 6 Fragen nicht mehr gelobt. Also ich würde das nicht zu ernst nehmen. Nee, ja, aber doch. So in ihrer ganzen Tonalität ist sie doch Maxi das ungewöhnlich stimmt. freundlich. Das stimmt. Ja, fast zu vollkommen. Aber sie hat das Emorti-Kissen heute noch nicht benutzt. Nee, das stimmt doch nicht. Das, ja, das stimmt das nicht. Ja, das stimmt. Nur für also, wichtige Dinge. Also gab's noch nichts. Ja, toll. Also viel. Gibt viel, viel zu spielen. Kommt jetzt auch wieder viel. Freue mich. Oh ja, es kommt. Ich habe ja meinen WoW-Account reaktiviert. Also dementsprechend fließt meine fast komplette Zeit da rein. Und ich warte ja noch darauf, dass der Steffen das Last of Us wieder bringt, damit ich spielen kann. Ich soll es mir ja eigentlich kaufen. Ja. Aber dadurch, dass ich ja in Amerika war, habe ich so viel Kohlen wieder ausgegeben. Deswegen würde ich mir gerne ausleihen. Ich leiste dir gerne, Maxi. Cool. Sobald es der Steffen wieder... Das war's aber jetzt. Feierabend. Ah, Feierabend. Ja. Das war's. Mensch, das war aber auch wieder viel. Kann ich das einfach zuklappen? Ja. Ja. Toll. Und jetzt? Und jetzt machen wir die Kameras aus und ich schaue jetzt in die Total und Maxi verrät mir dann, warum sie heute so nett ist. Wahrscheinlich brauchst du wieder Kohle. Ey, Nino, Mann. Okay, pass auf, es ist folgendermaßen. Ist Ende des Monats, Mann. Können wir vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, ich brauche jetzt hier nur ein bisschen was. Und ihr seid natürlich wieder aufgefordert, auch weiterhin Fragen zu stellen. Unter diesem Video, unter all unseren anderen Videos, auf Google+, auf Facebook, auf Twitter oder wie eingangs erwähnt, per Brief. Toll. Ja, wir freuen uns immer über Briefe. Ich finde es so geil, wenn an unserer Tür nur lauter Post-its irgendwann so kleben. So. Ja. Ah, Frage, Frage, Frage. Ja. In diesem Sinne, yes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Peace.